Hallihallo und herzlich willkommen, mein Name ist Michael Waletzko. Ich möchte euch herzlich begrüßen zu einer neuen Sendung aus dem Buch In Sinu Jesu hier auf Menschenfischen. Und zwar Freitag, der 12. März 2010, sagte Jesus in der Anbetung zu dem Mönch, nachdem dieses Buch geschrieben wurde oder der dieses Buch geschrieben hat. Hör mir zu und schreibe, denn meine Zeit ist gekommen. Sehr bald werde ich meinen Plan für dich und für jene, die ich dir gesandt habe, umsetzen. Mein eucharistisches Antlitz wird über dieser neuen Stunde des Erbauens und des Wirkens für meine Herrlichkeit und für die Heiligung meiner Priester leuchten. Dein Platz ist vor mir, wo du mich anbetest und mein Herz tröstest, das über die Sünden und die Treuebrüche meiner geliebten Priester tiefste Trauer empfindet. Es ist nicht zu spät für meine Priester, die sich mit der Finsternis verbündet haben, umzukehren und anzufangen, im Licht meines Angesichts zu leben. Mein Herz wartet auf sie. Die Wunde in meiner Seite ist eine offene Tür und ich bin bereit, sie in die engsten Bande einer wiederhergestellten Freundschaft aufzunehmen, die durch das Wirken meiner Barmherzigkeit in ihren Seelen noch inniger wird. So viele meiner Priester sind für mich Fremde. Sie stehen am Altar, um mich vor meinem Vater und vor meinem Leib, der Kirche, zu repräsentieren. Doch in ihren Herzen ist keinerlei Liebe zu mir. Sie sind mir gegenüber kalt geworden und ihre Liebe haben sie vergänglichen Dingen zugewandt. Neigungen, die ihre heiligen Gelübde verletzen, allein für mich zu leben und sich reinzuhalten als Bräutigame meiner Kirche und engste Freunde meines Herzens. Ich werde verraten von meinesgleichen. Es gibt so viele Priester, die sich aus der Gemeinschaft meiner Freunde und Tröster ausgesondert haben. Sie haben sich von Freunden in Folterknechte verwandelt und gehören zu denen, die mich am schlimmsten quälen. Ich möchte sie wieder aufnehmen. Ich warte auf ihre Rückkehr. Ich liebe alle meine Priester mit unbeirrbarer Liebe. Nichts, was sie getan haben, kann mein Herz davon abhalten, sie zu lieben. Und indem ich sie liebe, werde ich alles für sie tun. Sie in meinem Blut waschen. Sie heilen, sie wieder eingliedern in die Gemeinschaft derer, die mich lieben, die mich trösten, die sicher sind im Heiligtum meiner Seitenwunde. Meinst du, ich hätte dich vergessen? Unsere Unterredungen werden weitergehen. Glaube an mich und wisse, dass sich mein Herz in jedem Augenblick danach sehnt, mit dir seine Geheimnisse der Liebe, der Trauer und der Barmherzigkeit zu teilen. Bis zur nächsten Sendung.